So, willkommen im Photomove Forum der auch live Nachbesprechung der Sendung. Heute zu Gast war Frank Weinreich, der immer noch neben mir sitzt. Jetzt kuscheln wir uns ein bisschen näher aneinander, damit wir auch in diesen engen Bildausschnitt bei Facebook passen. Daniel. Hallo Daniel. Und er lobt uns, wir haben das gut gemacht. Oh, das ist ja lieber. Ich kann das wirklich von hier aus nicht lesen. Gut, dass du näher dran bist, Frank. Das ist schön. Der Daniel ist ja auch einer, der sich mit Fantastik im Allgemeinen auseinandersetzt. Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber lange, lange Jahre fester Bestandteil des Autorenteams zum Schwarzen Auge. Oh, cool. Und genau, falls du da noch Fragen hast. Und der Markus, ja, den hatte ich ja sogar angeschrieben, auch, weil ich dachte ja, wäre vielleicht auch was für dich. Du bist ja zumindest auch ein Fantast im Kopf, aber bist ja auch einer aus der Riege, wir haben es ja eben so genannt, der Nerds. So ein großer Gamer, der Markus. Einer, der sich auch hervorragend mit Literatur auskennt und wie ich immer finde, so unglaublich gnadenlos zitieren kann aus dem Kopf. Das ist schwer, oder? Ja, kann ich überhaupt nicht. Ich muss immer alles nachschlagen. Ja, wenn man hier so sitzt, man muss dann auch schon mal überlegen, wie heißt denn noch der ein oder andere Autor, den man eigentlich zitieren will. Aber du bist eben auf alle Namen prompt gekommen. Dein Hirn lief da auf jeden Fall wie ja, du hast mich zum Glück nicht nach jemandem gefragt. So konnte ich die zitieren oder erwähnen, die ich zufällig gerade im Kopf hatte. So, war ja heute ein bisschen Spezialthema. So, also ich sehe schon, dass so viele der Fotoleute, die sonst auch immer dabei sind, sich heute ein bisschen zurückgehalten haben und passend, wie ich finde, auch die Literaturspezies gekommen sind. Der Michael, ein hervorragender Regisseur, ist auch einer derer, den das Thema Fantastik, glaube ich, schon immer sehr berührt hat. Wenn der Michael jetzt tatsächlich nicht nur reinschaut, sondern auch schreiben kann, du hast doch auch irgendwas mit dem schwarzen Auge am Hut. Das kannst du mal nochmal eventuell in den Chat tippen, weil ich, du bist auch Autor mehrerer Dinge aus der Richtung. Zwei, drei Punkte hätte der Daniel. Zu Heldenreise. Wir haben vor Jahren mal festgestellt, dass meine Güte. Dass wir es eher nach der Truppe aufteilen. Held, Freund und der Profi. Profi. Ah ja, das klappt okay. Immer noch. Kannst du auf mehr das Anzeigen klappt fast klicken? Immer. Da hat noch mehr geschrieben. Das ja. Klappt fast immer und macht das Erzählen von Geschichten konsistenter. Ja, ja aber du hast ja teilweise auch Geschichten, wo sie dann doch nicht alle da sind. Und mit der Heldenreise, das betrifft ja, das kann einen, das kann viele betreffen. Auch im Herr der Ringe macht ja letztendlich nicht nur Frodo die Reise, es sind die ganzen Gefährten. Und von daher sind das gar nicht jetzt zwei konkurrierende Konzepte, sich Gedanken über ein Buch oder einen Film zu machen, sondern zwei Zugangsweisen, die beide ja, völlig in Ordnung sind. Ich glaube, die Argumentation kommt da auch eher jetzt aus der Richtung des Praktikers, der ja Geschichten erzählen muss, die auch in einer Spielwelt eben funktionieren. Mhm. Ich finde den Gedanken schon interessant, dass man ja auch gerade in Erzählsträngen, wer ist denn tatsächlich, ist Frodo die Hauptfigur im Herr der Ringe? Frodo ist die Hauptfigur für diese zentrale Aussage, dass der kleine Mann etwas bewegen kann. Also letztendlich, dass das Individuum wichtig ist. Im Großen und Ganzen der Geschichte ist er eine Figur unter vielen. Und in der Geschichte von Mittelerde ist all das, was im Herr der Ringe passiert, eigentlich völlig uninteressant. Weil die großen epischen Ereignisse finden ja vorher statt. Michael schaltet sich gerade dazwischen und sagt, ja, das schwarze Auge war es, genau, das schwarze Auge. Und er hat da, glaube ich, mit dem Daniel auch eine lange Geschichte zusammen. Das ist ja, hast du damit eigentlich auch irgendwas direkt zu tun? Also mit Rollenspiel, machst du Rollenspiel oder ist das für dich nicht so ein Thema gewesen? Ich habe in den 90ern etwa 10 Jahre lang ganz begeistert AD&D gespielt und dann ja, wie das so ist, wir waren alles Studierende und dann ist das auseinandergefallen und
bin nicht mehr dazu gekommen. Und das war halt so schön, dieses wirklich wöchentlich Treffen und über Jahre an einer Kampagne arbeiten. Das wenn, dann würde ich es nur wieder so machen wollen, aber das schaffe ich nicht, weil ich nicht genug Zeit habe und auch sonst niemand, den ich kenne. Daniel bestätigt gerade, dass seine Sichtweise natürlich eine andere ist. Ich glaube auch, weil die Art, eine Geschichte zu erzählen und eine spielbare Geschichte zu schaffen, ist, glaube ich, da auch in der Technik nochmal ein Unterschied. Aber ich fand an diesem Grundkonstrukt, ich meine, ihr seid jetzt Fachleute unter euch, ich fand an dem Grundkonstrukt einfach interessant, dass sich tatsächlich alles auf ganz kleine Grundgeschichten eigentlich herunterbrechen lässt. Also man kann dieses Buch, das ich eben erwähnte, von dem du sagtest, naja, da gibt es ja auch noch tausend andere, so, aber das ist das Buch, das jeder, der so Film studiert, irgendwie lesen muss. Wahrscheinlich das Gleiche, nur für dumme Designer und Filmstudenten. Darf ich sagen, ich bin ja Designer, ein bisschen einfacher geschrieben als für Philosophen. Aber es ist einfach faszinierend, dass man ja für jede große Hollywood-Geschichte, jeden Film irgendwie darauf umbrechen kann. Wobei Daniel ja insofern recht hat, dass es ja auch nicht nur den Held braucht, sondern du brauchst auch immer noch den lustigen Sidekick und den Gegenspieler und gibt ja so bestimmte Rollen. Aufteilung. Ja, es gibt schon verschiedene Typen von Geschichten. Da könnte sicherlich Michael sehr viel zu sagen, wenn man so an mehr so kammerspielartige Storys denkt. Das hat schon eher nicht diesen Reisecharakter. Also von daher gibt es schon was anderes, aber die Heldenreise ist ganz klar zentrales Motiv über alle möglichen Arten von Geschichten und längst nicht nur in der Fantastik. Also man denke allein an das Filmgenre des Road Movies und so, das ist ja in der Regel auch eher was Realistisches. Ne? Markus hat jetzt gerade verraten, wo er heute Abend ist, er hat nämlich einen Wolfenstein-Run und das können wir gut verstehen, wenn er gerade die neue Version, ich gehe mal bei ihm davon aus, die neue Version von Wolfenstein spielt. Aber das ist ja auch so ein Genre, wo der Held dann durch einen selber ersetzt wird. Ich meine, wo man selber auf die Reise gehen kann. Wie stehst du dazu? Ja, just for fun. Also das macht mir großen Spaß. Aber es ist natürlich auch eine wesentlich vorgefertigte Geschichte. Also als Computergame, das sind halt die Skripte, die muss man halt als Spieler ablaufen. Insofern man nicht eine eher oder völlig geschichtenlose Sache wie World of Warcraft macht, wo nur irgendwelche Episoden mehr oder weniger verknüpft werden. Ansonsten ist man in den Computerspielen, auch wenn man aktiv ist, ja doch eigentlich hauptsächlich Rezipient einer Geschichte. Also ein Paradebeispiel Witcher 3, man wird ja doch durchgeführt, egal wie offen und frei diese Spielwelt ist. Michael schreibt, dass er dein Problem kennt, dass man das Zeit- und Spielproblem, das ist ihm durchaus bekannt. Er unterstützt aber jetzt auch nochmal so ein bisschen Daniels Ansatz, eben auch über verschiedene Protagonisten zu gehen. Und er befürwortet das Kammerspiel. Es gibt ihm sogar zu wenig. Ja, also ja, mehr Kammerspiel. Ah, okay. Ja, klar, da kannst du einfach Charaktere aufeinander loslassen und Konflikte ganz anders erzählen und ganz anders auflösen. Und dann ist das ist vielleicht dann auch oft näher am realen Leben als irgendeine epische Heldenreise. Aber ist nicht, jetzt muss ich mal ein bisschen stänkern hier, wenn ihr euch jetzt so langsam einig werdet, muss ich nochmal dazwischen grätschen. Okay. Ist nicht das Kammerspiel letzten Endes nur ein Ausschnitt aus der Heldenreise, dessen Rest man sich dazu denkt? Muss aber überlegen. Nee, finde ich nicht. Also ich nehme das schon dann als Stück für sich. Mhm. Kammerspiel ist ja eigentlich, also ich kenne kein anderes, als dass irgendwie Konfliktsituation ist. Und das konzentriert sich für mich auf diesen Konflikt und den kann ich dann auch völlig isoliert mitverfolgen. Okay, das würde ich natürlich auch so sehen, aber das Kammerspiel funktioniert nicht, wenn man nicht in der Fantasie sich den Rest dazu denkt. Man will schon wissen, wo kommen die Protagonisten her und wo gehen sie hin, oder? Fallt über mich her. Ich habe nur Bock zu provozieren. Ich glaube schon, dass das oft so ist, aber ich denke, es würde auch ohne funktionieren. Man kann sich wirklich auf Situationen
konzentrieren und die darstellen und dann eben je nachdem, wie der Regisseur, die Autorin sich das vorstellt, auflösen. Daniel wirft gerade noch einen interessanten Gedanken rein. Er sagt, dass er gerade darüber nachdenkt, wie das Medium dann eben auch Einfluss hat auf das, worüber wir reden. Und ob es manchmal funktioniert oder manchmal nicht. Also, wir haben ja, um auch nochmal konkret zu werden, funktioniert es im Film genauso wie im Buch, funktioniert es in einer Spielgeschichte genauso wie in einem Computerspiel. Siehst du da Unterschiede oder glaubst du, es ist überall, dass das Konzept immer... Nee, das ist schon... Man kann die meisten Stoffe in verschiedenen Medien erzählen, denke ich, aber sie funktionieren da nicht gleich. Und von daher ist es schon ganz abhängig davon, in welchem Medium man eine Geschichte rezipiert. Und ich bin davon überzeugt, dass man das Buch Herr der Ringe ganz anders rezipiert als den, wie ich sagte, ganz gut gemachten Film von Peter Jackson. Aber das sind zwei verschiedene Dinge für mich. Der gute Michael wird da ganz vereinheitlichen und sagt, man kann es aus zwei Richtungen sehen und wahrscheinlich auch noch aus mehreren. Aber er nimmt da jetzt mal den praktischen Ansatz, den finde ich auch interessant. Er sagt, er schaut sich erstmal Konstellationen an, wenn er schreibt. Wie ist das bei dir, wenn du deine eigenen Geschichten schreibst? Wo ist der Startpunkt? Eine Emotion, eine Idee, eine Konstellation? Ich schreibe ja praktisch keine Geschichten. Ich habe ein paar Kurzgeschichten geschrieben und das ist was anderes. Also zumindest sehe ich Kurzgeschichten so, dass es um ein gezieltes Thema geht. Das will ich beleuchten, spöttisch, ernsthaft. Oder es geht mir um einen Punkt. Man hat gar nicht den Platz, irgendwelche Charaktere zu entwickeln oder gar Welten zu entwerfen. Von daher bin ich da jetzt so ein bisschen der falsche Ansprechpartner. Aber als Lektor von Büchern kommen einem die entwickelten Geschichten in der Art einer Heldenreise natürlich sehr viel häufiger unter, als dass es wirklich so Kammerspiele oder situationsgebundene Geschichten gibt. Selber, also der Drang selber zu schreiben, hat der dich nie überkommen oder ist das einfach nicht so das, was dich befriedigt oder findest du dich selber zu schlecht, jetzt mal direkt gefragt, oder ist es einfach... Mir fehlen die Ideen für die lange Form. Das ist ein offenes Wort. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht und ich kenne ja wirklich sehr, sehr viele Stoffe und habe ja einfach mal selbst was zu entwickeln. Aber da würde nichts anderes rauskommen als Mainstream und Sachen, die es längst schon gibt. Und dann lasse ich es lieber, dann schreibe ich lieber eine Kurzgeschichte, von der ich mir einbilde, dass ich da eine gute Idee habe. Der Daniel schreibt, dass das Hörspiel näher am Buch war. Ja, klar. Ja. Und das sehe ich ganz genauso. Stimmen in Bilder umsetzen, genau. Und man hat halt nur diesen Audio-Input und der führt zu Kopfkino. Und bei Filmen, das diktatorisch finde ich das fast schon. Also ein ganz plastisches Beispiel. Ich finde Elijah Wood als Frodo ganz, ganz schrecklich. Ganz fürchterlich. Und trotzdem kriege ich seit dem Film in meinem Kopf dieses Gesicht nicht mehr von Frodo runter. Und das gilt in weniger starker Form für alle anderen Sachen auch. Also auch die Landschaften, Gebirge, Carrarath zum Beispiel, dieser Berg und so. Der ist jetzt, ja, den hat Peter Jackson in meinem Kopf ziemlich festgelegt. Ich bin da nicht der Einzige, aber es gibt auch durchaus Leute, die das ganz anders sehen. Ich habe da schon öfter drüber diskutiert und mir wurde auch immer wieder gesagt, dass Leute das durchaus trennen können und dass sie den Film ganz gut fanden, aber trotzdem ihre eigenen visuellen Eindrücke vom Herrn der Ringe behalten konnten. Ich habe da sogar mal eine kleine Umfrage zugemacht auf einer Con. Und da waren es allerdings doch so 2/3 bis 3/4 der Leute, die auch sagten, ja, diese optischen Eindrücke vom Film, die beeinflussen uns schon sehr. Und das, was Daniel beschreibt, dieses Selbst im Kopf umsetzen, fand für die dann auch weniger statt.
Also Elijah Wood sieht der Michael genauso und bei Daniel war es Faramir, aber sie sind beide, glaube ich, drüber weggekommen. Ihr drei seid drüber weggekommen. Das ist doch schon mal, herrscht doch schöne Einigkeit. Und Michael sagt nochmal, Kurzgeschichten haben natürlich ihre ganz eigenen Schwierigkeiten und sind insofern auch... Auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich finde das Thema, möchte ich nochmal einen Satz zu sagen, spannend, wie nah Verfilmungen an der Geschichte sein müssen. Ich habe es so empfunden, jetzt schlag mich nicht, aber bei den Harry Potter Filmen. Weil Harry Potter Film 1, also das Buch ist ja, der Band 1 ist ja noch sehr klar ein Kinderbuch. Und die werden ja immer erwachsener, so wie die Protagonisten erwachsener werden, wird die Erzählung auch immer erwachsener. Aber die erste Verfilmung fand ich ganz, Teil 1, ganz schrecklich, weil sie so 100% 1:1 übernommen hat, was im Buch stand. Also wenn da stand, da war ein blauer Vorhang, dann war da auch ein blauer Vorhang und die sahen alle genauso aus wie beschrieben. Das hat mich so desillusioniert. Es war zwar eigentlich wie meine Fantasie, aber ich habe von dem Film mehr erwartet. Ich habe von dem Film erwartet, er bringt diese Fantasie nochmal auf eine neue Stufe, was ich dann durchaus insbesondere in den letzten Teilen so empfunden habe, weil die wirklich auch einen düstereren Charakter hatten, erwachsener waren und nochmal mehr Tiefgang. Wie habt ihr oder du das empfunden, eben beim Herr der Ringe, jetzt mal abgesehen von einzelnen Figuren, die man sich anders vorstellt, hat der Film auch, Negatives haben wir jetzt drüber gesprochen, aber auch einen positiven Aspekt, dass es vielleicht epischer war oder düsterer oder einen anderen Klang hatte beim Schauen? Also, wenn ich gerade gesagt habe, dass visuelle Eindrücke sich über mein eigenen geschoben haben und das als Nachteil empfunden habe, so muss ich auch sagen, dass andere visuelle Eindrücke mich einfach nur überwältigt haben und ich da vollkommen die Berechtigung einer Verfilmung gesehen habe. Also allein als das im ersten Teil losgeht mit der Schlacht gegen Sauron, die Orkmassen, die Elben dagegen, da war ich hin und weg im Kino und da bin ich jetzt auch immer noch ein bisschen hin und weg, wenn ich das sehe. Von daher, dass diese starke Visualität, diese Opulenz, da sehe ich schon voll die Berechtigung der Verfilmung. Und was du zu Harry Potter 1 sagst, da fiel mir ein, dass ich damals gedacht habe, ja, warum eigentlich Film? Genau aus dem Grund, weil es war nichts anderes, es war keine Erweiterung und es war zu nah dran. Warum dann den Film? Ja, hab ich genauso gesehen. Humor, ja, per Anhalter durch die Galaxis, schreibt Daniel. Das hatte ich auch die ganze Zeit eben im Kopf, wollte immer noch irgendwas dazu fragen oder sagen, weil es ja auch nochmal eine besondere Form oder ein ganz besonderes Genre ist, das ich persönlich sehr liebe. Insbesondere den Film liebe ich da aber auch sehr. Grandiose Schauspielerin. Jetzt sage ich schon Schauspielerin, weil die so süß ist, aber grandios umgesetzt. Aber auch da gibt es ja eine sehr schöne Hörbuch- oder Hörspielfassung auch von. Aber was schreibt er da? Tolkien hat mit Bombadil auch einen echten Comic-Relief für seine Kinder im Herrn der Ringe eingebaut, den ich liebe und vermisst habe. Ich weiß, dass du das auch schon mal gesagt hast. Yeah. Das war, den hätte ich nämlich vergessen. Also, und du sagtest, ja, aber diesen Bombadil gab es doch noch. Der ist ja ganz wichtig, weil er nicht in die Filmdynamik Hollywoods passte. Glaubst du, das war der Grund? Ja, der passt einfach nicht in die Story. Also das ist ein ich muss diesen Film, diesen ersten Teil innerhalb einer überschaubaren Zeit erzählen und muss aus dem Originalstoff Sachen rausnehmen und da wäre mir als erstes auch Tom Bombadil eingefallen. Wobei du natürlich recht hast, Daniel, das ist ein Comic Relief, das ist eine sehr schöne Figur, für mich auch eine ganz wichtige Figur im Herrn der Ringe, aber nicht für die Story. Tom ist für den Ablauf des Geschehens völlig unwichtig und deshalb denke ich, kann man ihn im Film auch weglassen. Da bin ich Jackson überhaupt nicht gram drüber. Und Humor, ja, natürlich. Es gibt auch tolle humoristische Fantastik, die auch ganz tief geht. Terry Pratchett, dieser Satiriker, dieser Ironist, der das menschliche Leben so wunderbar in wenigen Worten zu karikieren vermag und dabei so punktgenau trifft.
Douglas Adams steht dem auch nicht nach. Also es gibt tolle humoristische Fantasy, die richtig was zu sagen hat. Humoristische Fantastik. Also Adams ist natürlich nicht Fantasy. Dann lass mich mal die Frage stellen. Ich glaube, das habe ich dich schon mal gefragt, aber ich frage sie nochmal. Ist Tom Bombadil denn jetzt Tolkien selber? Ja, auf jeden Fall. Also wer Lust hat, ich kann ja mal auf polyoinos.de gehen, auf meine Website oder ich glaube... die auch bei YouTube unter dem Video verlinkt ist. Gut, okay. Und dann nach der Geschichte von Tom gucken im Kurzgeschichtenbereich. Ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben, in der ich genau darlege, warum ich davon überzeugt bin, dass Tolkien Tom Bombadil ist. Er hat sich einen Cameo-Auftritt da reingeschrieben. Und deshalb ist Tom genau so, wie er ist. Weil nur so konnte der Autor selbst in die Geschichte reinrutschen. Solche Figuren sind ja auch ein bisschen gefährlich. Ich komme leider, doch Q aus Star Trek The Next Generation ist ja auch so ein völlig übermächtiges Wesen, dem keine Grenzen gesetzt sind. Also bis zum Schluss bekommt er dann Grenzen gesetzt, weil es dramaturgisch auch, glaube ich, nicht mehr anders geht. Weil sonst könnte er einfach immer alles. Glaubst du, dass das der Grund war, ihn Bombadil auch nicht aufzunehmen? Dass ich Herr der Ringe gelesen habe, ist echt lange her. Ich glaube mit 17. Als ich krank war und viel Zeit hatte, habe ich es dann gelesen. Man denkt ja, wenn man es liest, schon immer, na, der könnte ja alles richten. Also der ist ja irgendwie der fröhliche Geselle, der irgendwie über den Dingen steht. Ist das der Grund, ihn nicht aufzunehmen? Nee, das hat mit Q nichts zu tun. Steht für die Aussage, dass Allmacht dir nichts nützt, wenn du nicht auch gleich allwissend bist. Und Q ist ja zumindest in sozialen Dingen ziemlich dämlich. Und dann kann da nichts draus werden mit der Allmacht. Und Tom hat ja auch gar keine Allmacht. Das Einzige, was er hat, ist, dass ihn der Ring nicht beeinflusst. Aber sonst kann er nichts machen. Er könnte ja auch nicht über die Grenzen gehen. Da würden ihn die Nazgul, wenn sie ihn denn finden würden, sofort niedermachen. Also es ist nicht so, dass er einen Zauber wirken könnte und dann gegen den Nazgul bestehen. Nee, von daher ist das schon eine ganz andere Figur, die mit Q nichts zu tun hat, der aus ganz anderen Gründen da ist, um eben das Thema Allmacht zu diskutieren. Simone ist da sogar noch aufgetaucht. Das freut mich auch. Die, weiß nicht, ob die bleibt oder noch schaut, aber die ist zumindest auch etwas näher im Thema, weil die nämlich auch zu dem Sprenger gehört, die immer gemeinsam miteinander spielen. Ja, irgendwie sind schon bestimmte Grundfiguren, jetzt mal unabhängig von der Odyssee, über die wir gesprochen haben, oder die Heldenreise, sind schon so Grundcharaktere, aber auch in der Fantastik immer wieder zu finden. Oder wie ist es denn? Oder manchmal sind die sich ja sogar ähnlich. Das ist ja auch verrückt. Es gibt ja unterschiedliche Autoren, die ähnliche Völker empfinden, die sich dann sogar ähnlich sehen. Liegt das daran, dass die aneinander abschreiben bzw. abgucken? Oder gibt es so tief verwurzelte Stereotypen, gegen die man sich wirklich nicht mehr wehren kann? Es gibt tief verwurzelte Stereotypen, die zumindest hier im europäisch-amerikanischen Raum von unserer Sagen- und Märchengeschichte, die ja über etliche tausend Jahre läuft, abhängen und da Figuren einfach festgezimmert haben, derer man sich nicht mehr erwehren kann. Also die Zwerge so sind, wie sie bei Tolkien sind, also zumindest im Hobbit, materialistisch ausgerichtet und das Ganze dann nochmal hoch 10 genommen in den diversen Rollenspielwelten. Das geht ja zurück auf das Zwergenbild, was wir aus der Edda kennen oder aus der Nibelungensage. Und das sind einfach Kulturstereotype, denen man so nicht ausweichen kann. Und wenn so ein Typos erstmal richtig etabliert ist, dann muss man dem auch folgen oder muss was Neues erfinden. Ich meine, der Hobbit, also Tolkien hat mit den Hobbits ja schon eine Figur erfunden, die zwar gewisse Vorbilder hat, aber doch was ganz Eigenes ist. Aber alle Hobbits danach sind ihm
gefolgt oder Halblinge oder wie auch immer die diversen Autorinnen das nennen. Die haben sich sehr daran orientiert und jetzt ist der Hobbit so etabliert, dass wenn man ihn anders machen will, zum Beispiel bei AD&D nur einen anderen Charakter sucht, dann muss man auch was anderes erfinden. Dann muss man einen Ken da draus machen. Diesen diebischen, lustigen und völlig unnachdenklichen Charakter, der eben mit einem Hobbit kollidieren würde. Aber wenn du Hobbits und Halblinge hast, dann musst du dabei bleiben, wie ungefähr bleiben, wie Tolkien sie erschaffen hat. Ich möchte kurz noch die Camilla begrüßen, über deren Besuch ich mich besonders freue. Die ist ja auch jemand, der einen Charakter erschaffen hat, ihn aber selber verkörpert. Insofern hier auch ganz richtig mit an Bord beim Zuschauen. Nicht wundern, dass die Nachbesprechung der eigentlichen Sendung, die eben stattgefunden hat, heute zu Gast nochmal für alle, die neu dabei sind, Frank Weinreich, Dr. Frank Weinreich, ich sage es wirklich so gerne, viele Doktoren kenne ich dann auch nicht, Dr. Frank Weinreich, Philosoph und Tolkien-Kenner, Experte für Fantastik und wie er immer gerne betont, das Leben. Und wie wir gerade merken, hat das ja auch alles eng miteinander zu tun. Ich sehe gerade, der Daniel sagt, er schaut sich auch gerne mal deine Seite an. Auch das wird dich wahrscheinlich freuen. Seit, wie du eben sagst, seit vielen Jahren gut gepflegt. Also du und die Seite. vielleicht da ist ja noch so ein Aspekt, die Fantastik zieht ja auch eine Menge Leute an, die sich gerne verkleiden. Und das ist ja auch ein Aspekt. Jetzt haben wir schon über das Spielen gesprochen, wir haben über die textlichen Vorlagen und philosophischen Hintergründe gesprochen, aber auch das praktische Umsetzen, das Cosplay, das Spielen wirklich bestimmter Ritter-Szenarios ist ja auch sehr weit verbreitet bis hin zum Schmieden der eigenen Schwerter. Also es nimmt ja ganz große, obskure Formen an. Wie stehst du denn dazu? Geil finde ich das. Geil. Und das bringt mich nämlich zu einem Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, der bei der Fantastik manchmal ganz wichtig ist. Der Vorwurf des Eskapismus, dass man sich also bei fantastischer Literatur, Filmen, Games, dass man sich denen nur deshalb widmet, weil man die Realität nicht aushält und sich deshalb in Traumwelten flüchten will. Das ist ja so, was das Feuilleton und die kritischen Denker, Vordenker unserer Kultur so über die Fantastik erzählen. Und Cosplay und diese Sachen, die sind ein Beispiel dafür, zumindest in meinen Augen sind ein Beispiel dafür, was eigentlich bei der Fantastik mit diesen Fluchten gemeint ist. Die sind nämlich keine Weltflucht, die sind Urlaub. Man nimmt sich einfach Urlaub von der Realität und schlüpft in eine andere Identität und lebt die aus. Und als solches finde ich das ganz fantastisch. Und was da für Energie reingesetzt wird, das ist halt Aufgehen im Hobby. Und das ist nichts anderes als jemand, der wirklich jede freie Minute an der Miniatureisenbahn verbringt. Und da wird sich das Feuilleton ja auch nicht drüber aufregen. Also ich selbst mache überhaupt kein Cosplay. Das Einzige, was ich an Rollenspiel gemacht habe, war eben Pen and Paper. Aber ich genieße das auf den Cons unheimlich, die da um mich rum zu haben, denen einfach zuzugucken. Tolle Sache. Der Michael schreibt gerade, Cosplay kann aber auch furchtbar sein, aber auch total liebevoll und schön. Klar. Wie sieht es denn da mit Bereicherung durch andere Kulturen aus? Ich meine, Cosplay ist ja vor allen Dingen auch im asiatischen Raum weit verbreitet. Und das, ich meine, natürlich schaue ich mir das dann auch schon mal an. Ich bin ja auch jemand, der sehr viele YouTube-Videos guckt. Und das ist dann manchmal schon auch ein bisschen spooky, wenn alte Männer sich in Schulmädchenkostüme zwängen. Das will man jetzt nicht immer so sehen. Gibt es da so eine Globalisierung? Ich meine, das, worüber wir jetzt sprachen, also Tolkien und also die Fantastik, über die wir heute Abend hauptsächlich geredet haben, ist ja eine sehr zentraleuropäische Fantastik. So eben, wie du auch sagtest, geprägt durch die Sagen- und Mythenwelt, die uns hier auch bekannt ist. Aber wird natürlich in den letzten Jahren nicht umsonst oder nicht zuletzt durchs Internet natürlich auch internationalisiert. Ist das spannend für dich? Ja, also erlaubt ist, was gefällt. Und wenn
alternde Männer sich gerne in Schulmädchenkostüme schmeißen und da auch nichts bei finden, dass sich viele Leute da vielleicht drüber mokieren werden. Warum nicht? Also vielleicht kommen wir auch noch auf den Geschmack. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht machen werde, aber nee, solange die Freiheit eines anderen nicht darüber berührt wird, können da jeder ausleben und ausspielen, was er oder sie möchte, finde ich. Ja, wer das will, kann ja mal in den Chat irgendwie schreiben. Wir könnten uns ja überlegen, ob wir uns wieder treffen hier und dann in Schulmädchenuniform moderieren. Da würde ich Nein zu sagen. Das hatte ich befürchtet. Das hatte ich befürchtet. Der Vergleich mit der Miniatureisenbahn sitzt, den verwende ich auch gern. Also ich habe hier doch offensichtlich neue Freundschaften geschaffen. Das ist doch schön, wenn hier so eine Einigkeit herrscht. Ich nehme für mich mal in Anspruch, ja auch eine Menge netter Leute zu kennen. Und ich freue mich immer, wenn die sich dann auch jeweils mögen. Was gibt es denn so an neuen Empfehlungen überhaupt, so an neuer Literatur, die man so als Einsteiger, ich habe ja zumindest nie so getan, als würde ich mich wirklich tiefschürfend auskennen mit der Fantastik. Gibt es so, was empfiehlt man denn dem Einsteiger, dem Unbedarften? Also an Einsteiger, da würde ich doch eher die Klassiker so erwähnen, und das ist in der Fantasy sicherlich der Erdseezyklus von Ursula Le Guin, den ich jedem nur ans Herz legen könnte. Und ansonsten, es gibt aber auch nicht so richtige Einsteigerliteratur. Man sollte einfach mal hingehen, sich ein bisschen nach dem Klappentext gehen und ausprobieren. Also ich habe natürlich Tipps, den einen oder anderen. Also zum Beispiel, es wird jetzt bald rauskommen, noch ist er, glaube ich, nicht raus, von Adrian Selby, Schwarzer Sold heißt das Buch, oder auf Englisch Snakewood, auf Englisch ist es schon lange raus. Das ist ein wahnsinnig toller, innovativer Fantasy-Roman, der allerdings auch echt heavy ist, auch was den Stil angeht und so. Das ist sicherlich kein Einsteiger, nicht für Einsteiger gedacht. Dazu fragt der Daniel gerade oder regt Daniel an, dass du vielleicht nochmal was zu Urban Fantasy sagen könntest. So wie ich das lese, hält er das für den Einstieg oder findet er das für einen Einstieg auch vielleicht nicht falsch? Oder vielleicht hält er das auch gerade für nicht richtig. Aber gibt er den Gedanken dann nochmal mit, und der Michael sagt Nein zu Schulmädchenuniform bei uns, was ich ja jetzt schon ein bisschen diskriminierend und traurig finde. Ich fände mich da, glaube ich, schon ein bisschen sexy. Aber Michael, du bist auch herzlich eingeladen. Ich glaube, du hast auch eine Menge zu erzählen. Dann vielleicht zum Thema Theater und Regie und freies Theater. Und da kann man sich ja durchaus überlegen, was du so anziehen könntest. Was Hübsches, will ich hoffen, wenn wir uns sehen. Ja, für die Urban Fantasy gilt auch, dass ich denke, dass als Einstieg so gut wie alles okay ist, und dann auch Urban Fantasy. Ist jetzt nicht meine Lieblingslektüre, aber da gibt es auch sehr gute Sachen. Also allein, warum nicht einfach mal mit Shadowrun anfangen, ein, zwei Bücher lesen, und dann merkt man ja, das ist es oder das ist es nicht, ne? Ja, ich war ist Karneval, ich soll mir keinen Zwang antun. Ich bin naturverkleidet. Ich bin gar nicht der Axel. Für mich so als Laie, jetzt muss ich ja mal auch an die denken, die gar nicht wissen, worüber wir hier reden. Was ist denn Urban Fantasy? Es ist Magie, Übernatürliches in einem realweltlichen Setting. Das ist also irgendwie Orks, Zauberer, Drachen und so in unserer normalen, realen Welt gibt. Also dann auf verschiedenste Art und Buffy Weise. Buffy the Vampire Slayer. Shadowrun, Cyberpunk, ja. Ja, stimmt. Ich würde schon vertreten, dass man es zu beidem rechnen kann, aber ist jetzt ehrlich gesagt das Einzige, was mir an Urban Fantasy gerade durch den Kopf geht. Neverwhere. Ist Neverwhere Urban Fantasy? Das ist das Buch von Neil Gaiman, ja klar. Ich kenne das.
Vor allen Dingen ist das Neil Gaiman. Und Neil Gaiman ist speziell. Ja, man kann es natürlich, wenn man irgendwelche äußeren Kriterien anlegt, wie Fantasie in unserer realen Welt, Fantasy in unserer realen Welt, dann kann man es zu Urban Fantasy zählen. Aber ich würde es jetzt nicht so als typisches Urban Fantasy ansehen. Flüsse von London. Ja, was heißt denn speziell? Scheiße oder super? Nein, Neil Gaiman ist schon... Ist schon gut, also auf jeden Fall gut. Dresden Files, ja, okay, Daniel hat recht. Flüsse von London, ja, auch, ja. Gut, vielen Dank für das auf die Füße helfen. Man streitet sich immer noch darüber, ob jetzt Urban Fantasy ein guter Einstieg wäre. Die Simone fragt jetzt auch, ob sie sagt, das wäre doch sicher ein guter Einstieg. Ist es das? Deiner Meinung nach, du hast dich da bisher so ein bisschen ist bedeckt. Anspruchsvoll. Ist schon anspruchsvoll, aber das ist jetzt anspruchsvolle Storys, aber man kann sie gut lesen. Er ist ein begnadeter Erzähler. Von daher ist es auf jeden Fall ein guter Einstieg. Jetzt frage ich aber auch mal an den Chat, weil ich kann mir das schlecht vorstellen. Ist dann der Witz nicht weg? Also wenn jetzt in so einem modernen Setting in New York plötzlich ein Zwerg auftaucht, nur mal angenommen, so, dann ist das für denjenigen, der Zwerge aus der klassischen Fantasy kennt, natürlich vielleicht brüllend komisch oder erstaunlich oder man kann damit was verbinden. Aber der, der es jetzt gar nicht kennt, der denkt sich, hä? Oder ist gerade das, hä, das, was ihr zum Einstieg empfehlen würdet? Also Fantasy ist das Genre der unbegrenzten Möglichkeiten. Und warum dann nicht experimentieren? Wer allerdings einmalig Herr der Ringe gesehen, also nicht gelesen, sondern gesehen hat und vielleicht so den ersten Einblick in die Fantasy bekommen hat, der würde dann wahrscheinlich schon mit einem sehr irritierten Hör reagieren und vielleicht auch nach wenigen Seiten das Buch weglegen. Neil Gaiman ist der größte Märchenonkel, lese ich da noch. Ich vermute mal, das ist nicht positiv gemeint. Ja, würde ich jetzt auch nicht als positiv ansehen. Groß im Sinne von brillant, doch. Ah, okay. Ein brillanter Märchenonkel. Ich stehe auf Märchenonkel. So. Ich weiß gar nicht, ich meine, ist jetzt ein Ausflug, aber bei Märchenonkel fällt mir jetzt gerade dieser neue Trend zum ASMR ein. Bitte was? ASMR, frag mich jetzt nicht, was das übersetzt heißt, aber es hat sich in den Vereinigten Staaten auch auf YouTube schon sehr etabliert. Ich habe fast überlegt, sowas dann auch mal am Rande zu machen. Das sind im Prinzip Videos, in denen Menschen sich hinsetzen und einfach nur mit flüsternder Stimme und sympathischem Blick irgendetwas erzählen, teilweise auch Rollenspiel vorführen, dabei Geräusche machen. Mhm. Ja, das klingt dann erstmal total bekloppt. Aber ich muss sagen, wenn man sich das anschaut, das ist wirklich extrem beruhigend. Extrem beruhigend. Und bei Menschen, die die entsprechende Veranlagung haben, soll es zu sogenannten Ticks kommen. Also tatsächlich so ein wohliges, körperliches Gefühl dadurch auch entstehen. So ein Kribbeln im Kopf und solche Sachen. Und das ist im Moment das große Ding. Und da ich ja auch, ich komme jetzt wegen Märchenonkel darauf, so eine märchenonkelige Erklärbärstimme habe, hatte ich schon überlegt, das auch zu tun. Aber ihr kennt das nicht. Dann nehmen wir auch von dem Thema wieder Abschied. Ja, aber mein Gott, wer heilt, hat recht. Also wenn es Leute gibt, die das genießen. Ja, gibt es offensichtlich. Natürlich. Gibt es offensichtlich, vielleicht. Ja. Hat denn Fantasy einen Einfluss auf das reale Leben? Da muss ich jetzt spekulieren, also Vorsicht, reine Spekulation, aber ich würde sagen ja. Und zwar über den Weg, dass Fantasy einen Großteil meiner und einem noch größeren Teil der nachfolgenden Generationen sehr vertraut geworden ist, dass Fantasy in der Regel sehr humanistische Ideale, zumindest als Ziele, hinter die Story setzt. Und weil Fantasy in erster Linie emotional wirkt, durch Helden, mit deren Erlebnissen man sich identifiziert, glaube ich, dass
Der humanistische Hintergrund, der menschenfreundliche Hintergrund, der Hintergrund von ehrlich sein, loyal sein, lieben können und so, dass der durch die Seiten und über die Identifikation zum Publikum hindurch diffundiert und schon Einfluss auf Einstellungen und die psychische Verfasstheit des Publikums hat. Wie gesagt, reine Spekulation, aber ich denke, das ist so. Jetzt würde ich ja fast sagen, vor allen Dingen auch inklusive deiner unglaublich schönen Handgeste, die du so in die Kamera gemacht hast. Das war sehr gekonnt und professionell, hat auch so ein bisschen was von ASMR. So, sowas Schönes. War das ja fast ein schönes Schlusswort. Jetzt Michael und Simone haben auch da beide kommt, gerade gesagt, dass Daniel. Sie gehen möchten. Jetzt schauen wir noch mal, was so an letztem, ich würde sagen, so keine Panik, wir machen aber nur, dass wir so ein bisschen in die Schlussrunde gehen. Die Anja möchte ich auch noch begrüßen, falls die auch ein Momentchen noch bleibt. Was kommt denn da von Daniel? Jetzt muss ich die Brille wieder aufsetzen. Die Fantastik hat es ist nicht lange her, dass Elon Musk eine private Rakete ins All geschickt hat. Selbst wenn das nicht rein altruistisch gemeint ist. Ja, genau das könnte ich mir vorstellen, dass Leute dadurch beeinflusst werden, sich in der realen Welt irgendwie so oder so zu verhalten. Und weil eben die sehr fragwürdigen, sagen wir ruhig, faschistoiden Helden eines E.E. Doc Smith in den Lensman-Geschichten, weil die eben zum Glück schon lange nicht mehr das Maß der Dinge sind und stattdessen ja eher humanistische Ideale und Verhaltensweisen im Vordergrund stehen, glaube ich, dass die Fantastik insgesamt einen positiven Einfluss hat auf die Realität. Ron Hubbard hat so angefangen. Ron Hubbard, genau. Ja. Aber ist eben auch zum Glück seit Jahrzehnten obsolet, der Quatsch. Ja, wir machen große Umsätze damit immer noch. Ne? Ja, aber die Bücher nimmt kein Mensch ernst, der sich mit der Fantastik beschäftigt. Die kriegt man ja auch nur, wenn man die 12. Stufe erreicht hat. Vorher darf man die ja auch nicht mehr lesen. Oh Gott, jetzt haben wir uns angelegt gerade. Alles super. Ja, ihr Lieben, ein schönes Schlusswort, dass ich hier sogar noch mal so ein bisschen, weil das, was Frank zum Schluss gesagt hat, würde ich ja auf Kultur und Kunst und Design im Allgemeinen beziehen. Nur sehr dumme Menschen behaupten ja, das wäre nutzloser Tand oder nur der Schmuck des Lebens, sondern es ist eben auch eine Rückwirkung und eine direkte, teilweise sogar körperliche Rückwirkung, die davon ausgeht. Dem würde ich eben komplett beipflichten. Nadine ist jetzt ein bisschen spät dran, aber vielleicht war sie eben auch schon da. Wir haben jetzt auch schon fast wieder eine Stunde, nicht ganz, aber fast eine Stunde hier im Forum verbracht. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir erstmal nochmal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, wirklich. Vielen Dank euch. Sehr, sehr gerne, genau. Und vielleicht haben wir ja wirklich den ein oder andere Freundschaft noch geschaffen. Man kann sich ja adden. Und wie gesagt, unter dem YouTube-Video befindet sich eben auch der Link. Es ist aber relativ einfach, www.polyoinos.com. Und das Oinos nicht so doof wie ich mit meiner Rechtschreibung mit Y, Polyp, wie Polyp. Also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich bei unter Frank Weinreich bei Google in der Regel die ersten 10 Plätze belege und zur Not einfach Frank Weinreich googeln, da kommt man doch immer zu mir. Das ist gut, das ist sehr gut. Wer so lange dabei ist, ich auch, das ist ein Vorteil. Das ist in dem Fall wirklich ein Vorteil. Ja, kommt zu YouTube, denkt dran, und das ist nochmal ernst gemeint, bitte auf alle Knöpfe drücken. Ich glaube, das Gespräch heute, die letzten Foren, habe ich nicht mehr unbedingt online gelassen, weil die auch andere Themen hatten und sehr gesprungen sind. Aber ich glaube, das ist heute auch nochmal interessant. Ich werde das jetzt auf jeden Fall auch freigeben, dass man da morgen nochmal drüber schaut. Auch die eigentliche Sendung gebe ich dann morgen frei zum allgemeinen Verbrauch. Wer also Verbrauch oder Gebrauch, wer also über Karneval tatsächlich das Jeckenhütchen nicht aufsetzt, darf sich in sein Bettchen legen und YouTube schauen, dem sehr sympathischen, geistreichen Frank Weinreich neben mir und mir dann auch. Und ja, nochmal ganz, ganz lieben Ohne Dank. Ohne Schulmädchenuniform.
lieben Dank in die Runde. Und über die Schulmädchenuniform, da werden wir tatsächlich noch mal in Ruhe reden, wenn jetzt die Kameras aus sind. Aber du und Michael, ich kling mich da aus. Auch für dich finden wir aber auch. Für dich finden wir auf jeden Fall auch was. So, macht's gut. Tschüss. Tschüss.